Hallo, was machen Sachen? Ja, ich hatte eine Erfahrung gemacht und wollte euch das mitteilen oder ich mit euch teilen, weil ich halt doch schon sehr fasziniert von dem ganzen Ding bin. Es geht um Roblox. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Es gibt da so ein paar Leute, die das spielen. An mir ist das alles komplett vorbeigegangen. Ich wusste zwar, Roblox an für sich existiert, das ist da, das wird gespielt und man kann auch irgendwie selber Welten erstellen, aber es hat mich bis jetzt halt nicht sonderlich weiter interessiert. Aber letztens hat mich eine Freundin gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mit ihr Roblox zu spielen. Sagt, okay, man kann immerhin zusammenspielen. Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Bin ja offen für was Neues. Manchmal muss man sich mich mal ein bisschen hinschubsen, die Sachen ausprobieren. Aber an für sich bin ich immer mal dabei, Sachen zu testen. Und auch genau das ist passiert. Wir haben ein bisschen gespielt. Ich war dann doch so fasziniert von den Welten, die man da zusammen basteln kann. Weil wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich war jetzt so, in meinem Kopf war das so eine Sache. In der Engine von Roblox hat man wirklich nur von Roblox selbst so ganz, ganz stupide, simple Assets. Und dann darfst du die ja nach Belieben zusammenbasteln. Ich war mir ja so diese Parcours-Geschichte, wie man das aus Minecraft oder vielleicht auch kennt, wo Leute so Parcours-Pfade bauen und da musst du dann halt langkommen. Sowas hatte ich im Kopf. Kann man auch machen. Es geht aber noch weit darüber hinaus und das hat mich so ein bisschen begeistert. Ich habe mir dann auch die Roblox eigene Engine runtergeladen, einfach mal so ein bisschen geguckt, auch ein bisschen rumgefragt. Ein paar Leute, die ich halt auch in Roblox getroffen habe, die halt auch selber Spiele machen. Also man kann legit komplette Spiele in Roblox selber machen. Das war mir nicht so bewusst. Ich dachte, es wäre mehr so in VR-Chat, dass man halt einfach eine Welt hochlädt und dann kannst du damit machen. Und das wird halt mehr so für so Parcours-Geschichten benutzt, weil das bietet sich halt an. Aber man kann ja halt wirklich komplette Spiele selber machen. Und das, was mich fasziniert hat, was halt komplett an mir vorbeigegangen ist, weil mir war das halt nicht bewusst. Und ich habe mich da ein bisschen mit umgeguckt. Aus meiner Sicht jetzt mehr als Games Artist, ich habe mich halt mehr mit Meshen und so Weltgestaltung und so Shit gekümmert. Ich habe aber auch mit dem einen oder anderen geredet, der halt ein bisschen programmiert und es war sehr, sehr faszinierend. Generell war ich doch fasziniert, wie die Engine an sich aufgebaut ist, wie das alles miteinander zusammenwirkt. Also ich muss sagen, die Engine an sich ist erstmal das Bare Minimum. Also man hat wirklich nur die Basic-Sachen, die man braucht, um Spiele zu erstellen. Was halt eine coole Sache ist für alle Leute, die mit anfangen möchten und sich mal anschauen möchten, wie funktioniert das? Programmierung, Game Design, Level Design, Meshes erstellen, so 3D-Art. Die können mit Roblox anfangen. Das ist wirklich echt, muss ich sagen, eine schöne, anfängerfreundliche Engine, die halt einen nicht überfordert mit Quatsch wie Shadern und Lightning und sonstiges. Man hat halt wirklich Minimum das, was man braucht. Man kann Meshes reinladen, man kann sich generell Meshes besorgen, man kann eine Textur drauf machen. Es gibt ganz viele Basic Materials, die man einfach nutzen kann, wenn man keinen Plan hat, wie man das unique macht. Es gibt für die Programmierer Hilfe, es gibt, ich nenne es jetzt mal Bausätze, Baukasten, die man halt sich besorgen kann. Es ist natürlich nicht eine Sache, wo man halt einfach hingeht, man nimmt das Basic Shit und baut was zusammen. Man muss tatsächlich immer noch was lernen, weil es gehört dazu, zum Leben muss man lernen. Programmierer müssen halt so die Basics lernen vom Programmieren, dass sie aber wissen, was sie tun, dass man auch selber Code schreiben kann. Also man kann halt diese Bausätze nehmen und halt eigenen Shit dazu machen. Die Modeler müssen halt auch einfach so Basics lernen, von wegen Polycount, wie setze ich ein Mesh auf, wie funktioniert UV-Layout. Und solche Geschichten, also so diese Basic Shit, wie das alles funktioniert, muss man dann doch lernen. Aber es ist halt wirklich viel einfacher gemacht. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt beim Model rede, die Roblox Engine ist halt wirklich aufs Bare Minimum reduziert. Man kann halt keine Welten machen, die einen komplett hohen Polycount hat. Das funktioniert in Roblox nicht. Also man muss wirklich auf simple Sachen runterbrechen, also Low Poly. Von mir aus auch mit Poly bei entsprechenden Meshes. Das funktioniert, sonst High Poly oder ein High Poly, Low Poly Bake, muss man sich jetzt nicht unbedingt Gedanken machen, wird wenig genutzt. Kann man natürlich machen, wenn man weiß, wie es funktioniert, aber für alle, die anfangen, wenn ihr wisst, wie ihr ein vernünftiges Low Poly aufsetzt, dann habt ihr schon sehr viel gewonnen. A, passt das einfach zu dem Cartoon-Style, der halt dazu passt, weil generell genutzt wird, und B, ist halt einfach aufzusetzen. Auch wenn ihr noch keinen Plan habt von UV-Layouts, Roblox hat so Standard-Materials, die einem helfen, die auf einem sehr weirden Weg zwar drauf projiziert werden auf der Mesh, aber sie sind schon mal da, sie funktionieren. Man braucht sich jetzt erstmal keinen Gedanken dafür zu machen. Für Leute, die natürlich ein Level höher sind und wissen, wie man UVs aufsetzt, auch ihr könnt natürlich UVs aufsetzen, so wie sich das gehört, und könnt dann halt dementsprechend Texturen zu einem Material zusammensetzen. Und ja, da einfach nochmal das Beste rausholen. Ihr könnt komplett unique Meshes dann halt einfach reinladen und halt präsentieren.
Schöne Sache, man hat kein irgendwie konfuses extra Format für Roblox, sondern man kann stinknormale FPX am besten Meshes hochladen, man kann die sich in die Engine ziehen und alles aufsetzen, funktioniert wunderbar. Wenn Interesse besteht, kann ich euch ja mal so kurz zeigen, wie das funktioniert. Es ist halt wirklich sehr, sehr simpel, Drag and Drop und reingezogen und fertig. Ja, für die Leute, die es interessiert. Generell, ich werde jetzt nicht wirklich viel zu der Roblox Engine machen. Ich wollte einfach nur mal meine Erfahrung mit euch teilen, weil ich fand es schon faszinierend und halt anfängerfreundlich. Also ich wollte einfach mal meine Gedanken mit euch teilen. Ich war halt sehr, sehr fasziniert, was man halt damit machen kann und wie simpel das aufgebaut ist. Und auch für Leute, die einfach nur ein Level gestalten möchten, jetzt einfach gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock, jetzt ein großartiges Spiel zu bauen, ich habe keinen Bock, hier Meshes zu machen. Ich will jetzt einfach nur eine schöne Welt erstellen, weil, warum auch nicht? Eine schöne Welt kann man auch zeigen. Es gibt sehr, sehr viele Meshes, die man sich auch besorgen kann. Also man kriegt die Basic Shapes halt von Roblox selbst. Da kann man sehr, sehr viel mitmachen. Die muss man halt einfach zusammenstecken. Was auch einfach so nice gemacht wird. Viele, viele Welten sind einfach aus diesen Basic Meshes zusammengesteckt. Man kann aber auch über den Marketplace ganz, ganz viele unique Meshes sich holen. Also es gibt dort einen Marketplace, wo quasi jeder den Shit, den er gemacht hat, hochladen kann. Und dort könnt ihr euer Teile dann halt finden und gucken. Worauf ihr achten müsst, ihr müsst halt ein bisschen aufpassen, was mir sehr, sehr aufgefallen ist. Dadurch, dass jeder da hochladen kann, ist da natürlich alles vorhanden. Dementsprechend gibt es da auch sehr viel Sachen, die halt Copyright-Technik problematisch werden könnte. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht, dass ihr Ärger kriegt, weil Copyright ist halt so eine Sache, da muss man sich mit beschäftigen. Leider, leider, leider in solchen Räumen. Und geht auf Nummer sicher, nutzt solche Sachen nicht. Am Ende habt ihr dann Ärger. Wenn es gratis ist, ist es halt so eine Grauzone. Man kann es eigentlich vielleicht machen, aber sobald ihr in irgendeiner Weise dafür Geld bekommt, wenn ihr jetzt ein privater Server was kostet oder solche Sachen, macht's nicht. Ihr kommt in Teufelsküche, wenn das einer rausfindet oder wenn es der Falsche rausfindet, geht auf Nummer sicher und nutzt sowas, wenn überhaupt, nur für private Sachen. Am besten nutzt sowas gar nicht. Das ist immer ganz, ganz heikel. Ich möchte ja nicht, dass ihr Ärger bekommt. Das ist immer ganz ärgerlich. Und das ist halt immer so eine Geschichte überall, wo jeder x-beliebige Dude was hochladen kann, sind solche Sachen vorhanden. Das ist halt nun mal der Lauf der Dinge, weil ja, viele Leute interessiert es nicht, die haben keine Ahnung oder eben, meistens interessiert es die Leute nicht und solange keiner irgendwie verklagt wird von denen, passiert da nichts. Das hat man auch generell bei anderen Stores halt auch, wo halt so Zeugs drin ist. Ja. Geht auf Nummer sicher, nutzt sowas nicht. Das wollte ich nochmal an Anhang machen, weil ich habe wirklich sehr, 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 sehr viele solche Sachen gesehen. Und zumal Roblox halt auch eine Sache ist, wo man halt auch theoretisch mit Geld verdienen könnte. Geht auf Nummer sicher, nutzt sowas nicht. Macht das besser nicht. So, ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch das Video hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, was auch immer ich so fabriziere. Ja, dann auf Wiedersehen.